Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu Rallys Pfeifenkino. Anton Manger und seine Pfeifen. Über ihn habe ich damals schon mal ein Video gemacht. Das ist aber schon, weiß nicht, 10, 12 Jahre her. Es war noch auf dem alten, später gehackten Kanal. Und ich hatte auf jeden Fall damals noch weitaus weniger graue Haare. Anton Manger hat mich eigentlich immer fasziniert. Er war der letzte wirklich gelernte Pfeifenmacher in diesem Land. Und Anton Manger kam aus der Schule des Werkzeugs Pfeife. Also er hat das wirklich, das Drechseln der Pfeifen von der Pike auf gelernt und hatte auch, glaube ich, Zeit seines Lebens nie nun wirklich einen Sinn dafür, was im Laufe unserer letzten 3, 4 Jahrzehnte aus der Pfeife geworden ist. Also der hatte das nie mit Schickimicki, mit Pfeifen für 2000 Euro oder besonderen Events. Damit konnte der Mann nie viel anfangen, weil, wie gesagt, er das ja als Werkzeug begriff und auch so gelernt hat. Nun muss man dazu sagen, auch Anton Manger, der ja damals, ein besonderes Comeback auch durch die sozialen Netzwerke hatte, vor allen Dingen bei Facebook, gab es eine ganze Zeit lang sogar einen Manger-Montag, waren die Anton-Manger-Pfeifen sehr beliebt, weil sie relativ modern von der Form her waren und auf jeden Fall bezahlbar blieben. Und wer eine Manger-Pfeife gekauft hat, ich weiß von einigen Leuten, die haben den ganzen Schwung von daheim, der hat auch keinen Fehler gemacht. Sicher, Filigranität war jetzt nicht so unbedingt sein Werk. Wie gesagt, er kam ja aus der Drechselei, da sah die Geschichte Pfeife noch mal ganz anders aus. Da musste das alles handfest sein und was taugen, was aushalten. Aber er hat sich im Laufe der Jahre natürlich auch dem Stil ein bisschen angepasst. Die neueren, moderneren Manger-Pfeifen der letzten Jahre hatten freiere Formen und hellere Farben. Ich habe hier noch ein Stück, das ist bestimmt 30, wahrscheinlich sogar 40 Jahre alt. Da sah das noch ein bisschen anders aus. Da kann man wirklich so beinahe ein Stück weit Möbelschreinerei draus erkennen. Handfestes Drechslerhandwerk. Und diese Pfeife, das ist auch so ein Stück, die wird wahrscheinlich, also mich auf jeden Fall noch überleben und wahrscheinlich noch in 2 oder 3 Generationen auf diesem Planeten herumgeistern. Naja. Nun ist der Anton Manger ja am 31. März 2021 verstorben. Er hat ein wirklich biblisches Alter erreicht. Anton Manger wurde 92 Jahre alt. Und nach dem, was ich so gehört habe, ich vermute mal, es dürfte in etwa stimmen, hat er bis ins hohe Alter noch viel Spaß am Leben, an gutem Essen, an Spaß gehabt und war auch noch regelmäßig in der Werkstatt. Von daher ein gesegnetes Leben. Nicht viele dürfen so alt, so gesund oder so agil und beweglich 92 Jahre alt werden. Na, trotzdem ist es immer wieder traurig, wenn man solch einen Fachmann, solch eine Koryphäe verliert. Denn was, glaube ich, gar nicht so in der Öffentlichkeit klar geworden ist, weil er damit auch nicht hausieren gegangen ist, ist, dass Anton Manger einer der größten, wenn nicht der weltweit größte Spezialist für Pfeifenhistorie war. Das hat er aber nicht gemacht, um Dinge zu sammeln. Das kam bei Anton Manger genau wie seine Pfeifmacherei aus dem Herzen. Der hatte einfach Spaß dran gehabt und er hat ein Wissen angehäuft. Also ich denke mal, Anton Manger hat in seinem Leben mehr über Pfeife vergessen, als viele von uns hier wissen werden. Schade ist dann immer, wenn mit einer solchen Person auch das Wissen geht und das Wissen nicht der Nachwelt erhalten bleibt. Glücklich dann der Umstand, wenn derjenige, wie im Falle Anton Manger, der dieses Wissen hat, es niederschreibt, Bücher verfasst, die auch viele, viele Jahre später den Menschen noch dieses Wissen vermitteln können. Daher sind Bücher eine faszinierende Geschichte ohnehin mehr als das Internet, weil da verlieren sich irgendwann Informationen im Nirvana, verschwinden in irgendeinem Sumpf und man muss ewig suchen, um da an Details zu kommen. Ich weiß das durch umfangreiche Recherche, die ich an viel betreibe, ganz gut. Solche Bücher sind immer etwas Besonderes auch,
weil man sie immer mal wieder zur Hand nehmen kann. Naja, und in diesem speziellen Fall, und darum gibt es dieses Video, geht es um drei Bücher von Anton Manger und die zeige ich euch jetzt gerade mal eben. So, dann zeige ich euch mal, um welche drei Bücher es gehen wird heute. Und zwar haben wir ja einmal Anton Manger, Meerschaumpfeifen, eine Ruhrlegende. Für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiges Buch. Weil wenn wir heute, in den letzten Jahren, über Meerschaumpfeifen sprechen, dann haben wir komischerweise immer nur den türkischen Meerschaum und die Geschichte der türkischen Meerschaumpfeife und gegebenenfalls noch diesen Amboseli-Meerschaum aus Tansania in Afrika auf dem Schirm. Aber wie wesentlich der Anteil von Rula bei der Entwicklung der Meerschaumpfeife gewesen ist, das hat halt kaum noch jemand im Programm. Und das ist wirklich schade. Und dafür ist dieses Buch wirklich erstklassig geeignet, um sich da nähere Informationen anzulesen. Dazu komme ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Zweites für mich ganz wichtiges Buch vom Anton Manger, die berühmten Ulmer Maserholzpfeifen. Haben viele Leute schon mal gehört? Ulmer Maserholzpfeifen. Kaum jemand weiß noch wirklich was darüber und vor allen Dingen kaum jemand kann noch realisieren, wie wichtig diese Pfeifen als Meilenstein in der Pfeifengeschichte gewesen sind. Ich wüsste heute kaum noch jemand, der darüber redet. Und auch da gibt es eine Menge Informationen in diesem Buch, auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und ein Standardwerk, für meinen Geschmack, ein Standardwerk, habe ich nur anzubieten. Und zwar Anton Mangers Auf den Spuren des Starbucks. Das hat auch schon so ein bisschen einen nostalgischen Touch. Wie ihr seht hier auf dem Cover noch Blackie Fuchsberger. Als Pfeifenraucher, der Blackie ist ja nun auch schon einige Zeit nicht mehr unter uns. Das Werk selbst ist aber zeitlos, weil die Informationen, die in diesem Buch zusammengetragen sind, die haben auch in 100 Jahren noch Gültigkeit. Anton Manger hat nie Bücher geschrieben, diese How-To-Geschichten, wie rauche ich Pfeife, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, hat einfach Geschichte zusammengetragen und im Falle des Tabaks wirklich minutiös aufgezeichnet, wie, was, wann, wo entstanden ist, woher gekommen ist, nur. Und das hat Anton Manger bei allen seinen Büchern immer geschafft, dass es nie eine sachlich trockene Aufzählung von Daten und Zahlen, sondern er packt das immer in interessanten Erzählstil. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich mache es mir dazu ein bisschen bequemer und komm mal mit mir. Es ist schon seltsam, wenn von der Fertigung von Meerschaumpfeifen auf europäischem Boden die Rede ist, eigentlich immer nur Wien genannt wird. Ich habe über Wien jetzt nicht unbedingt die Wiener Meerschaumpfeifenproduktion, ja da schon im 19. Jahrhundert lief, habe ich auch nicht allzu viel mehr erfahren als über die Pfeifengeschichte, die Meerschaumpfeifengeschichte in Rula. Aber davon redet seltsamerweise heute kein Mensch mehr. Dabei war schon sehr früh, schon im das Jahr 1739, begann man in Rula mit der Fertigung von Meerschaumpfeifen. Und es hat sich zu einem riesengroßen Wirtschaftszweig entwickelt. Es lebten sehr, sehr viele Handwerker im Bereich um Rula, davon Meerschaumköpfe anzufertigen, aber auch die Mundstücke, die Verzierungen, die Beschläge. Und davon erzählt Anton Manger in seinem Buch Meerschaumpfeifen, eine Rula-Legende. Und zwar erzählt er die wirklich vom Beginn an, 1739, wie gesagt, bis zu seinem Ende, im Jahr 1980, da ist dann der letzte Meerschaumschnitzer Rudas verstorben. Das ist der Franz Thiel gewesen, den gibt es also zum Beispiel hier auch im Buch zu sehen. Die ganze Entwicklungsgeschichte wird beleuchtet. Es werden viele, viele originale Anzeigen, geschaltete Anzeigen gezeigt. Das ist übrigens auch hochinteressant, wenn man sich mal die Ausdrucksweise in diesen alten Zeitungsanzeigen vor Augen führt. Hier hat man zum Beispiel mal einen Einblick
in einen solchen Katalog, wo man die verschiedenen Modelle sieht. Es gab ja da in erster Linie zunächst Gesteckpfeifen. Deswegen sage ich ja, auch die Stiele mussten gefertigt werden, die Mundstücke, die Verzierungen. Da wurden ja viel solche Kettchen mit Troddeln dran befestigt. Es war eine riesengroße Industrie, die der Anton Manger hier wirklich von Beginn bis Ende auflistet. Ganz, ganz großartige Sachen. Immer wieder diese Bewerbungen, die aushingen, die der Handel erhielt oder die in Zeitungen, in Tageszeitungen zu sehen war. Er hat sehr, sehr viel über die Entstehung der Firmen mit hier drin, was wie zusammenhängt und hing. Und was ich besonders spannend finde, er beleuchtet auch sehr intensiv die viele Heimarbeit, die da gemacht worden ist, auch die Bedingungen, unter denen da gearbeitet wurden, die man sich heute so eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Und was auch eine interessante Geschichte ist, ist zu erfahren in diesem Buch, wie stark damals schon der Konkurrenzkampf war. Man musste sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen. So war eine Ruhlauer Spezialität, vielleicht schon mal von gehört oder schon mal gesehen, besitzt tatsächlich ein Original aus Ruhlauer Fertigung. Die Idee, Meerschaumköpfe haltbarer, alltagsnutzbarer zu machen, indem die Ruhlauer begonnen haben, die Mist Bass zu entwickeln. Auch das war nachher ein ganz eigener Wirtschaftszweig. Der Kampf war hart mit Wien, weil die natürlich in Ruhlau auch den großen Mitbewerber sahen. Das Ingenieurswesen in Ruhlau war sehr, sehr clever. Die haben da einige Dinge entwickelt, auf die Wiener nicht so schnell gekommen sind. Und da gibt es halt eine Geschichte oder eine Sache, die in dem Zusammenhang besonders Erwähnung finden sollte. Wenn wir heute von Wiener Meerschaum oder von Massa-Meerschaum hören, also Meerschaumreste werden zu Brei gemacht und daraus werden Blöcke gepresst und daraus werden Pfeifen geschnitzt. Das ist der Wiener Meerschaum, der überhaupt kein Wiener Meerschaum ist, denn der ist erfunden worden in Ruhlau. Also Buch Nummer 1, Meerschaumpfeifen, eine Ruhlauer Legende, schon richtig massiv auch eingebunden, großartige Bilder, tolle Erzählungen und die ganzen Zeitungsanzeigen alleine, die da drin sind. Es muss eine Heidenarbeit gewesen sein, das alles zusammenzutragen. Und da hat der Anton Manger wirklich ein wunderbares Buch gemacht. Nummer 2, die berühmten Ulmer Maserholzpfeifen. Auch hier drin sehr, sehr viel einzelne Bilder. Er hat, glaube ich, sämtliche Archive durchforstet. Er hat Anzeigen gefunden. Er hat großartige, hier zum Beispiel hat er die gesamten einzelnen Stempel, die Gravuren, die Punzen der Meister aufgeführt. Wie der Mann an die ganzen Sachen gekommen ist, ist mir wirklich schleierhaft. Und dann natürlich die ganzen wunderbaren einzelnen Stücke. Die Ulmer Maserholzpfeife seit 1700 in Ulm, um Ulm und um Ulm herum gefertigt, um den schönen alten Zungenbrecher mal zu nutzen, war ein Riesenwirtschaftszweig, waren weltweit bekannt. Kaum noch jemand weiß heute davon, auch wie hochkomplex die Fertigung dieser Pfeife war. Alleine die Mundstücke, Kunstwerke, dann sind die, man sieht das hier draußen in diesem Prachtexemplar, dann sind die zum Teil mit Silber beschlagen, da laufen einem wirklich die Augen über, noch mit diesen Schmuckketten daran, großartige Sachen, die da gemacht haben. Und auch hier eine ganz genaue Aufführung, wie sowas eigentlich gekommen ist, warum die zum Beispiel mit Blech ausgeschlagen wurden, diese Pfeifen, welche Wirtschaftszweige sich da zusammengefunden haben, um gemeinsam an diesem Projekt um Maserholzpfeife zu arbeiten. Alles an Geschichte und Kulturgeschichte über die Pfeifenherstellung in Ulm findet ihr in diesem Buch, so 130 Abbildungen, damit man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen kann. Das dritte Buch ist vielleicht vom Äußeren her das unscheinbarste, weil so ein bisschen in Softcover gemacht und von 1984, das sagte ich glaube ich schon, Auf den Spuren des Tabaks. Und das ist zwar auch mit Bildern versehen und zwar zum Teil ganz ungewöhnliche Sachen,
Friedrich Schiller in Karlsbad im Jahr 1791. Wer sieht Friedrich Schiller schon mal Pfeife rauchen, auf einem Esel sitzen? Da hat Anton Mangor wirklich alles zusammengetragen, was es über Tabak zu sagen gibt. Es beginnt bei den Anfängen des Virginia-Anbaus in der neuen Welt, in der damals entdeckten nordamerikanischen Kontinent. Die ersten Virginia-Einfuhren nach Europa. Es erzählt auch die Geschichte, wie der Tabak dann nach und nach nach Deutschland gekommen ist. Aber nicht nur das alleine. Er befasst sich dann, wenn der Tabak in Deutschland angekommen ist, mit sozialen Bereichen, sozialpolitischen Bereichen, die Arbeitswelt, die mit dem Tabak zu tun hatte. Und es geht sogar so weit. Es gibt ein Kapitel hier, der Tabak und die deutschen Dichter, wo man teilweise auch interessante Gedichte, Gedichtchen und Geschichten über den Tabak verfasst, von deutschen, von deutschen Dichtern ist. Die Aufführung der Tabakspinnereien findet sich hier drin. Überhaupt die Erklärung Tabakspinnen. Warum überhaupt? Wie? Großartig. Also auch hier im Buch Auf den Spuren des Tabaks. Wer das gelesen hat, der weiß über Tabak, zumindest bis zum Zeitpunkt der Einfuhr nach Deutschland. Alles. Es beschäftigt sich also in dem Falle nicht nur ausschließlich mit der Pfeife, generell mit Tabak. Es gibt also auch ein Kapitel über Zigarette und über Zigarre, aber die Hauptsache ist halt die Pfeife. Und da hat der Anton Mangor auch ein Fleißwerk abgeliefert. Ja, das wären die drei Bücher. Und jetzt die Frage, warum überhaupt dieses Video? Schade ist, dass es diese drei Bücher, alle drei, nicht mehr neu zu kaufen gibt. Das heißt, sie sind nur noch antiquarisch erhältlich. Jetzt ist das so, das ist auch keinem Antiquar übel genommen. Wenn die Bücher verkaufen, die nicht mehr erhältlich sind, dann sind die zum Teil mit Preisen ausgezeichnet, dass einem der Mund trocken wird. Also zum Beispiel hier auf den Spuren des Tabaks habe ich recherchiert, bekommt man bei Antiquaren zwischen 35 und 55 Euro, je nach Zustand des Buchs. Auf den Spuren des Hunauer Meerschaums ist auch unter 40, 45, 50 Euro nicht ranzukommen. Und da sind halt Preise, da empfiehlst du solche Bücher nicht mehr. Ja, der eine oder andere würde das dafür ausgeben. Aber nur um sich jetzt darüber in Kenntnis zu setzen, sich mit einem solchen Buch zu unterhalten, Lesespaß zu haben, an den jetzt ja wieder kommenden langen Herbst- und Winterabenden, sind nicht allzu viele Leute willens und viele auch nicht in der Lage, diese Summen für Bücher auszugeben. Ja, da war es ein toller Zufall, dass vor einiger Zeit bei mir das Telefon klingelte und am anderen Ende war Jenny Mangor. Die Enkelin von Anton Mangor, die ihr vielleicht noch kennt, weil die in den letzten Jahren auch für den Vertrieb und für das Angebot der Mangor-Pfeifen zuständig war. Die Jenny ist eine ganz liebe, freundliche Person, die mir dann erzählte, sie hat noch etwa also mehrere Kartons an neuen Pfeifenbüchern vom Opa im Keller stehen. Und sie würde die so gerne zugänglich machen, aber sie weiß nicht wie. Wir haben uns dann kurz beraten, Einzelverkauf direkt über Jenny. Gut, die ist nun auch den ganzen Tag mit ihrer Arbeit gut beschäftigt. Und wenn man dann jedes einzelne Buch verpacken und versenden und frankieren musste, das hätte so nicht funktioniert. Also bin ich auf die Idee gekommen und habe Marius Meyer, euch vielleicht besser bekannt als Marius Meyer Trade, daraufhin angesprochen und habe gesagt, du, wäre das nicht was, dass man diese Bücher noch zugänglich machen kann? Die sind halt neu, die sind nicht gelesen, die kommen nicht müffeln aus irgendeinem Antiquariat, sondern es sind original die neuen Bücher von Anton Mangor. Und der Marius hat gesagt, ja, das mache ich. Das mache ich gern, weil wir haben immer auch mal gerne ein Buch im Angebot und hat sich mit der Jenny kurz geschlossen. Jetzt ist es nicht so, dass der Marius diese Bücher anbieten wird als super seltene Originale für, ich weiß nicht, 80 Euro, sondern es war Jennys Wunsch und es war auch mein Wunsch in der Vermittlung, jemanden zu finden, der das wirklich für volkstümliche Preise anbietet. Und die Buchpreise werden in etwa
Genau weiß ich das zum Moment des Videomachens noch nicht, im Bereich einer Dose Tabak liegen. Sodass also, ich denke, niemand darauf verzichten muss, weil er es sich nicht leisten kann. Nun hat jede Rose auch Dornen. Unsere Dornen in diesem Falle sind, es sind insgesamt von allen drei Titeln nur 130 Bücher verfügbar. Wenn weg, dann weg. Da ist auch nichts mehr bei der Jenny, da kommt auch nichts mehr. Das sind die allerletzten 9 Bücher, diese 3 Bücher von Anton Manger. Also denke ich, wäre es ganz gut, kurz entschlossen, sich darum zu kümmern. Ihr findet die bei Marius auf der Webseite. Näheres noch im Abspann des Videos. Das ist das, was ich euch vorstellen, zeigen wollte. Ich habe jetzt, vielleicht habt ihr gesehen, auf der einen oder anderen Seite in diesen Büchern sind auch Markerstriche und so. Nicht, dass ihr glaubt, das sind meine Bücher, die schon seit Jahren hier stehen, weil es alles 3 Werke sind, die ich großartig finde, auf die ich auch nicht mehr verzichten möchte. Und da ist dann gelegentlich schon mal was ich mir ein bisschen anmarke, um danach näher zu recherchieren oder so. Ihr bekommt selbstverständlich vollkommen einwandfreie Bücher. Bevor das nur am Rande jetzt jemand kommt und sagt, oh, wir haben aber Buchpreisbindung in Deutschland, haben wir für Neuware, es ist aber keine Neuware, sie wird von einer Privatperson an einen Händler verkauft und dann fällt das glücklicherweise flach, denn sonst wären die Preise nicht so günstig ausgefallen, wie sie sind. Wie gesagt, wenn ihr es näher wissen wollt, schaut bei Marius auf die Seite, den Link am Schluss des Videos, im Abspann sagte ich auch gerade schon. Das war's von mir, von hier für heute. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Denjenigen, die ein Buch ergattern können, wünsche ich ganz großen Lesespaß und immer mal dran denken, bitte, das hat der Anton Manger alles aus Leidenschaft und Freude an der Sache zusammengetragen. Das kann man ihm auch posthum nicht hoch genug anrechnen. Ja, ich bin, war und bleibe Anton Manger-Fan. Auch seiner Pfeife. Alles klar. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss.